Marc Schneider, zwei Nächte sind durch, seit dem historischen Cup-Finale im Zug am Dienstagabend. Abend. Wie hast du jetzt die Zeit erlebt, seid ihr denn? Ja gut, wir haben sicher Freude am Abend in Luzern und jetzt ist der Fokus schon wieder aufs nächste Spiel, wieder in Luzern am Samstag. Also wir haben jetzt noch intensive Wochen vor uns und auf das fokussieren wir uns zuerst. Gleich noch schnell zu dem Cup-Finaleinzug. Deine Einschätzung, was bedeutet das für den FC Thun? Das ist noch schwer zum Abschätzen. Also, ich hoffe, dass es auch gewisse Euphorie auslöst, hier im Oberland, bei den Fans, bei den möglichst viele Zuschauer, die wir dann in Bern empfangen könnten für FC Thun. Ja, und auch grundsätzlich für alle Kinder, die sagen, okay, gut, FC Thun ist cool. Ist es vielleicht jetzt so ein bisschen der Befreiungsschlag gewesen, den wir uns erhofft haben, dass der mal kommt? Ja, wir hoffen schwer, dass das der Befreiungsschlag ist. Und das können wir jetzt am Samstag schon unter Beweis stellen. Und wir gehen sicherlich mit einer Top-Moral dorthin und auch im Wissen, ja, wir können wieder gewinnen. Wir sind am Dienstag ein bisschen unter Druck gekommen gegen FC Luzern. Wie schätzt du die Spielleistung vom FC Thun am Dienstag? Spielerisch ja, haben wir es sicher schon besser gelöst. Das sind wir uns alle bewusst. Aber wie wir solidarisch sind, auftreten, wie wir gekämpft haben, wie wir füreinander da waren, das war schon sehr vorbildlich gewesen und ist sicherlich ein grosser Schlüssel gewesen, dass wir schlussendlich auch zu Null gespielt haben. Jetzt ist am Samstag eigentlich quasi die Wiederholung von diesem Spiel am Dienstag wieder auswärts gegen Luzern. Was müssen wir besser machen das mal? Wir müssen uns mehr Chancen können erarbeiten, mehr Torchancen können erarbeiten und die gleiche Effizienz an den Tag bringen. Das wird sicherlich auch wieder wichtig sein. Wir wissen auch das. So, es ist immer gegen Luzern das Gleiche. Sie haben sehr eine physische Spielart, Spielweise, die uns das Leben schwer macht. So, wir müssen das eine oder andere schon ein bisschen versuchen zu korrigieren. Und jetzt sind wir dran und das werden wir versuchen, auf das Spiel am Samstag auch so können zu machen. Luzern will natürlich Revanche nehmen für die Schmach am Dienstag am Abend. Ist es einfacher, sich jetzt auf das Spiel vorzubereiten, weil man jetzt eigentlich genau weiss, wie Luzern spielt? Ja, das hilft den Jungs sicherlich, zum Wissen, okay, ja, das und das noch einmal, dort müssen wir wirklich aufpassen und das machen sie wirklich gut. Oder dort haben sie auch gewisse Probleme. Es ist ja nicht so, dass es ein völlig übermächtiger Gegner ist, wo wir keine Chance haben, sondern wir wissen auch, wo wir unsere Möglichkeiten haben. Und wenn wir unsere Sachen ein bisschen besser machen, ja, dann werden wir das auch ausgeglichener gestalten können.